Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zum ersten Story-DLC von Little Nightmares mit dem Namen Das Geheimnis des Schlunds. Wir spielen nicht mehr Six, wir spielen diesmal einen kleinen Jungen mit dem wunderschönen Namen Kit. Und das ist alles, was ich weiß. Mal sehen, wohin uns das führt. Die Vorstellung... Ja? Von mir aus? Mal sehen, wohin uns die Reise führt. Okay, ins kühle Nass, wie es aussieht. Na, Kleiner? Ach, okay, fängt schon an. Wieso sind wir hier? What the fuck? Ach! Ich kenne den Raum aus dem Hauptspiel. Wir sind auf dem Schiff. Das ist der Raum, wo wir das erste Mal den Hausmeister getroffen haben, mit den langen Armen. Das heißt, er ist einer der Jungs, die dort schlafen. Weil wir haben uns als Six hier versteckt. Ich weiß nicht, ob es dieses Bett war. Nee, ich glaube, es war nicht dieses Bett. Aber anscheinend ist es dasselbe Schiff. Und es ist verdammt nochmal sehr dunkel hier. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich andere Orte auf dem Schiff begegnen. Was? Oh, hi da unten. Oh, hallo, Haus. War das gerade Six? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Gab es eine Szene hier, wo wir vom Hausmeister geflüchtet sind? Ich bin unsicher. Nee, warte mal, der hat ihn ja gerade gefangen. Oh nein. Lass ihn los. Oh nein. Oh verdammt. Ich werde noch ganz kurz nochmal... Oder auch nicht. Kann ich nicht mehr hier rein? Verdammt. Ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Wie ziehe ich da nochmal? Oder kann ich die Tür gar nicht aufziehen? Okay, vergesst es. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Und ich bin ja gespannt, ob wir jetzt mehr Antworten darauf bekommen, was jetzt eigentlich los ist. Weil so richtig offensichtlich war es im Hauptspiel gar nicht. Es gab verschiedene Hinweise. Zum Beispiel eben, dass dieses Schiff von der Lady, die wir zum Schluss besiegt haben, geleitet wurde. Und dass die Hauptaufgabe dieses Schiffs ist... Leute zu mästen, also Fett zu machen. Die kommen hierher und fressen sich voll. Da, das ist das Schiff. Und wem gehören die Handabdrücke? Weil ich folge nämlich den Entwicklern von dem Spiel auf Twitter und die haben hin und wieder kurz vor der Veröffentlichung des DLCs immer so Hinweise gestreut, dass gewisse Sachen im Hauptspiel Hinweise auf die Erklärung der Story bieten und unter anderem waren dort auch die Handabdrücke zu sehen. Heißt das eben, wir kriegen jetzt Antworten und was ist das für eine Zeichnung hier? Was ist das? Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber okay. Ich schaue ganz kurz nach hinten. Da komme ich nicht hin. Okay. Dann verkriechen wir uns mal. Genau hier war ich schon. Ich kann mich nicht erinnern, dass da unterm Bett sowas war. Das ist sowas. Igitt. Ich schaue ganz kurz. Ich glaube, hier gibt es nichts. Okay. Lass mich in Ruhe. Oh, da ist wieder ein Kind, das versucht zu flüchten. Oh Mann, pass bloß auf dich auf, Kleiner, ist okay? Du kriegst es hin. Geht alle die Türen auf? Ich glaube nicht. Ich schau ganz kurz. Nee. Okay. Du könntest dich einfach dran vorbeischleichen. Jetzt nicht? Aber du wärst im Schatten. Jetzt, komm schon, lauf. Verdammt. Du auf? Nope. Okay. Da muss ich jetzt nach unten zu ihr. Kann ich sie irgendwie dann retten? Ich schaue ganz kurz, ob die Tür aufgeht. Nee, ich glaube nicht. Alles klar, wir müssen nach unten. Vielleicht kann ich sie ja retten. Ist das meine Mission hier? Die anderen Kinder zu retten? Schön wär's. Und nicht mit diesen laufenden Lampenschirmen aus dem ersten Teil? Oder aus dem Hauptspiel? Okay, jetzt Vorsicht. Okay. Hier soll... Warte, nein, wo rennst du hin? Verdammt, ich wollte dir helfen.
vorsichtig. Und los. Einfach ihr nach. Irgendwas liegt am Boden. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe Angst, dort jetzt hinzugehen. Oh, 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 oh. Schnell weiter. Weil was mich zum Beispiel die ganze Zeit schon wundert, ist aus dem Hauptspiel der Hunger. Der wurde nie richtig erklärt. Warum haben wir diesen Hunger und warum haben wir zum Schluss eigentlich alles aufgefressen? Falls ihr da irgendwie Ideen habt oder es sogar wisst, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja schon irgendwo, gibt es bestimmt so Explanation-Videos oder Zusammenfassungen der Story. Habe ich mir jetzt aber nicht durchgelesen, weil ich natürlich die Hoffnung hege, dass mit dem DLC auch neue Antworten kommen auf die Frage der Hauptspielangelegenheiten. Okay. Verdammt, es ist so dunkel hier. So springe ich genau. Was habe ich da? Keine Ahnung, was das ist. Ich kann es rumschubsen. Hallo? Ach, da bin ich. Da war ich ja auch schon im Hauptspiel. Jemand hier? Irgendjemand? Sehe ich jetzt gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich da hoch muss. Ich glaube nicht. Ich kann mich ja da unten durchzwängen. Weil ich glaube, der Strom ist nicht an. Nee, ist nicht an. Ich habe gerade was gehört. Was war das? Ist da jemand? Ist hinter der Tür irgendwas? Da ist der Schalter. Aber da komme ich nicht ran. Okay. Das heißt, ich muss jetzt die Rätsel nicht lösen, die Six gelöst hat hier, weil ich bewege mich ja in die andere Richtung. Okay. Dann werde ich das hier mal nehmen. Aber wie ging das nochmal? Wie konnte ich Sachen jetzt packen? Nicht so. Konnte ich es nicht ziehen auch irgendwie? Ach so, okay. Die Flasche da oben wundert mich gerade hier im Waschbecken. Es ist laut. Und ich weiß nicht, wie sinnvoll das gerade ist, was ich hier mache, aber ich hoffe mal etwas. Geht das nicht? Kann ich da nicht hochklettern? Offensichtlich nicht. Ich dachte, das war die Lösung des Rätsels. Moment. Was sehe ich gerade hier irgendwas noch? Da werde ich ja mit der Hilfe der Kiste nicht hinkommen, vermute ich. Warte mal, ich werde die Kiste kurz noch etwas näher hinschieben. So. Und hoch. Komm schon. Ah, okay, ich muss ja, genau, ich muss ja festhalten drücken, ganz vergessen. Die Flasche wundert mich, aber die sieht so aus, als wenn ich damit was machen könnte, aber egal. Da ist das Auge-Symbol drauf. Ist das hier irgendwie eine Weinflasche, die hier verkauft wird? Bauen die hier Weinreben an? Ich glaube eher nicht. Sie war das. Deswegen. Weil mit Six haben wir das Ding hier gesehen und da sind wir hochgeklettert und jetzt wird erklärt, warum das Ding da war, weil die von der anderen Seite... von der anderen Seite hier geflüchtet ist. Verstehe. Verdammt, voll vergessen, mich festzuhalten. Aber wenigstens wache ich gleich beim Klo wieder auf. Okay. Und jetzt Vorsicht. So ist besser. Wer ist das kleine Mädchen? Das ist auf jeden Fall nicht Six. Oder vielleicht ist es Six und sie findet dann irgendwann den Regenmantel. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt geht es hier um den kleinen Jungen namens Kit, der hier weg muss. Okay. Da geht's runter. Komme ich da irgendwie weiter? Warte mal. Ist da was drin? Hallo? Komm schon, wenn da irgendwer drin ist, dann komm raus. Oder auch nicht. Ich glaube, da ist keine Tür. Alles klar, ich gehe mal nach unten. Das heißt, jetzt bewegen wir uns dann in ein neues Gebiet. Eines, das mir fremd ist. Ich habe gerade so ein Super Mario Flashback. Okay, jetzt Vorsicht. Davon habe ich geträumt. Ich weiß, was mir blüht. Schwimm, Kleiner, schwimm, schwimm, schwimm. Oder geh. Dass mehr Umweltverschmutzung schadet keinem. Okay, ich glaube, ich muss diesen Koffer darüber ziehen.
Moment. Komm mit. Was ist da drin? Ich will es gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Denn das geht mich nichts an. Die Privatsphäre anderer. Ich habe hier Wichtigeres zu tun. Zieh kleiner, komm schon. Komm schon, und jetzt. So. Und hoch, hoch. Und hoch. Wörper da, aber. Hoch. So ist gut. Okay, bevor ich da durchgehe, schaue ich noch kurz darüber. Gibt es jetzt auch die Lampenschirme zu retten, die kleinen Gartenzwerge? Ich weiß es nicht, ich habe noch keinen gesehen. Und es sieht mir jetzt nicht so aus, als wenn ich da was finden kann. Okay. Das heißt, wir kriechen weiter vorwärts. Ist das die Taschenlampe des Mädchens? Sie hatte nämlich eine. Ich habe eine Taschenlampe, ich habe kein Feuerzeug mehr, ich habe eine Taschenlampe. Okay. Das heißt, die benutze ich so. Alles klar. Ist da oben auf der Kiste was? Eine kleine Kiste. Die werde ich wahrscheinlich brauchen, oder? Oder auch nicht. Da, der Handabdruck. Oh Gott, geh weg. Ih, du bist so eklig. Mann, jetzt werde ich verfolgt von dem kleinen Würmchen. Das freut mich überhaupt nicht. Ich muss mich hier konzentrieren, verdammt. Ich brauche keine Ablenkung. Ist besser. Nein, nicht noch mehr. Verdammt. Lauf, Kleiner. Lauf, 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 lauf. Wie geht's? Ekelhaft. Oh, verdammt. Nein! Oh Gott! Stimmt, das Spiel war gar nicht so einfach, das Hauptspiel. Und das scheint nicht unbedingt leichter zu sein. Hoch, 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 komm schon jetzt. Ich hab's geschafft, jawohl. Okay, warte mal, wie ging das nochmal, dass ich darüber springen kann? Oh Gott. Okay. Das klingt ja sehr spaßig. Okay, ich brauche etwas Licht. What the fuck war das? Ist die Uhr oder eine Uhr erinnert mich jetzt etwas an die Szene beim das war jetzt glaube ich auch der Hausmeister, der uns dann durch die Räume mit den vielen Uhren gejagt hat. Bin ich hier sicher oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob ich hier jetzt mit dem Schrank was machen muss. Kann ich da hochklettern? Hüp, hüp. Ich glaube nicht. Gut. Warte mal, das Gitter davon sieht mir aber so aus, als wenn ich da rein könnte. Dass ich klein genug bin. Mir fällt auf, dass der kleine Junge ebenfalls so klein ist wie Six. Weil Six ist ja überdimensional klein. Ist es dann noch immer überdimensional oder unterdimensional? Keine Ahnung. Aber als ob Six und Kit irgendwie nicht aus dieser Welt sind. Vielleicht entführt. Aus unserer Welt. Okay, das klingt ja alles nach Spaß hier. Und ich bin so nass, verdammt. Und stinke. Komm schon, okay. Und weiter. Mann, so viel Wasser. Ihh, ist das eine geile Puppe. Kann ich die mitnehmen? Ich hab die lieb. Ich mag die streicheln. Ich hab nicht. Okay, weiter geht's. Oh fuck, das gefällt mir gerade gar nicht hier. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Schwimm, Kleiner. Schwimm. Fuck, das Ding ist schneller als ich. Das Ding ist schneller als ich. Das Ding ist schneller als ich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Was war das? Was bist du? Zeig dich, gefälligst. Wenn du mir schon so nahe kommst, möchte ich wissen, wer das getan hat. Ein fettes Abflussrohr. Muss ich da reinkriechen? Ich weiß es nicht. So. Wo ist das Mädchen jetzt hin? Ist die den gleichen Weg gegangen wie ich? Ich vermute schon, aber die kann doch jetzt nicht so einen Vorsprung haben. Muss ich da runter? Ich glaube ja. Hopp.
Okay. Mädchen, bist du da drin? Gib mir doch irgendein Zeichen, verdammt. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich muss das Rohr irgendwie entstopfen, kann das sein? Nur wie? Soll ich es einfach hochspringend anfassen? Nein, ich glaube, das war keine so gute Idee. Ich weiß nicht, woher ich dieses Gefühl jetzt habe, aber irgendwie sagt mir das mein Überlebensinstinkt. Aber ich glaube trotzdem, ich muss irgendwie die Würmer da rauskriegen, dass das Becken sich mit Wasser füllt. Nur eben nicht so. Vielleicht kann ich, warte mal, vielleicht kann ich die Dose drauf werfen. Geht das? Wow. Junge, ich bin so stolz auf dich. Du kannst doch bestimmt weiterwerfen als das hier. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott! Kommt jetzt Wasser rein oder? Ne, warte mal, nicht Wasser. Ich muss jetzt wahrscheinlich in das Rohr rein. Spring, genau. Okay. Geh weiter, Kleiner. Und hol mal dein Licht raus. Ich hoffe, die folgen mir jetzt nicht. Ich war der festen Überzeugung, das Ding füllt sich da mit Wasser. Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Was? Hallo? Ist da jemand drin? Ich glaube nicht. Oder ich hoffe nicht. Okay. Und wir klettern mal. Oh Mann. Da würde ich gern rein. Gut, vielleicht komme ich da noch rein, aber jetzt im Moment geht's nicht. Was ist das für ein Schalter? Eine Pumpe wahrscheinlich, oder? Lasse ich Wasser rein oder lasse ich Wasser raus? Das ist die Frage. Weil ich mag ehrlich gesagt nicht ins Wasser. Ich hasse solche Szenen. Das gab es auch schon bei Inside, wo man dann einfach gejagt wird im Wasser und man kann nichts machen, als schnell zu schwimmen. Und meistens sind die Viecher dann schneller als man selbst. Das ist schlimm. Komm schon. Okay, vielleicht von der anderen Seite drücken. Geht das besser? Bin ich zu schwach? Oder ist das Ding einfach verrostet? Komm schon. Vielleicht mit Anlauf. Ja, das war jetzt total super. Okay, nein. Die Klopapierrolle könnte mir vielleicht helfen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Kann ich die vielleicht draufstecken und das Hebelwirkung nutzen? Das war spitze. Echt, ich freue mich so dermaßen, dass das so gut funktioniert hat. Ich werfe die jetzt ins Wasser rein. Okay, Mahlzeit da unten. Was auch immer dort lauert. Ich könnte mich das Klo runterspülen. Komm schon, spül dich runter. Okay, dann nimm nicht. Meine Güte. Nun gut, ich muss irgendwas machen, um diesen Hebel zu betätigen. Aber was? Gibt es hier irgendwo ein Hilfsmittel? Wo sind die kleinen Zwerge, wenn man sie braucht? Die kleinen Scheißer. Hier irgendwo was? Kann ich da hochklettern? Ah, okay. Da drüben ist noch ein Hebel. Moment. Und Sprung. Alles klar. Und jetzt kommst du dran. Okay. Okay, es ist Meerwasser. Verdammt. Und jetzt kommen wir dort rein, wo ich gemeint habe, da würde ich gehen rein. Und ich habe gerade meine Meinung geändert, wenn ich ehrlich bin. Verdammt, ich hätte die Chance nutzen müssen. Mist, das war nicht gut. Ich hätte vorher rein müssen. Oder kann ich das irgendwie so auf Mittel hochstellen und dann bleibt es stehen? So, rein mit uns. Und jetzt schwimm, 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 schwimm. Komm schon, schwimm, 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 schwimm. Okay, jetzt ging es lustigerweise. Ja, warum auch immer. Warte, da hinten sehe ich irgendwas. Ich glaube, das ist eine Flasche. Faszinierend, wenn man ehrlich ist. So. Da kann ich raus. Ich möchte kurz zu dieser Flasche nach hinten, falls es geht.
Nein, geht nicht. Verdammt. Ich habe Durst und das Wasser werde ich bestimmt nicht trinken hier. Aus Gründen. Aus. Oh mein Gott, falsche Taste. Kletterkleiner. Mann, der muss sich echt mittlerweile sehr nass anfühlen. Und durchweicht. So, kann ich die Bretter rausreißen? Bretter rausreißen? Irgendwie nicht so. Ah, aber das vielleicht. Kann ich das irgendwie rausreißen? Ich glaube nicht. Okay, Moment. Die Bretter lassen sich nicht herausreißen. Das heißt, da bin ich nicht stark genug. Was habe ich hier sonst so zur Auswahl? Eigentlich nur noch das da hinten. Ach so. Ja, fragt nicht. Oh nein. Ach komm schon, das wird bestimmt wieder so bescheuert. Kann ich da. Ich baue mir jetzt ein Floß. Kann ich das irgendwie ins Wasser ziehen und mir ein Floß bauen? Da, ich sehe doch, was sich bewegen hier. Es ist eklig. Es ist riesig. Es ist riesig und es ist ekelhaft und es will mich fressen. Mann, und ich kann das Ding nicht anfassen. Okay. Ich muss irgendwie, glaube ich, zu der Kiste dort kommen. Da steckt. Es ist echt riesig. Geronimo! Und jetzt schwimm, 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 schwimm und hoch. Oh Gott. Wo steckst du? Wo steckst du? Da drüben, verdammt. Oh mein Gott, nein, das ist so unfair. Das ist unfair. Das ist nicht nett. Das ist absolut nicht nett. Ja, kümmere dich darum, derweil um die Kiste. Ich bin mal hier am Sofa, okay? Oh mein Gott. Und weiter. Komm schon, schwimm, 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 schwimm. Und kletter hoch. Und spring. Okay. Und spring. Und darüber. Und das wird ein verdammt langer Weg. Das hasse ich. Spring und schwimm, 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 schwimm. Oh Gott, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Das geht sich niemals aus. Nein, komm schon. Nein, lass mich in Ruhe. Komm schon. Nein. Oh Gott. Fuck. Mann, das Ding ist eklig. Ich hasse es. Wollte ich nur mal anmerken. Und ich schwimme auf die Kiste zu. Das wird ein Riesenspaß. Ich kletter hoch. Und spring darüber zum Sofa. Und kletter hoch. Ich glaube, ich muss auch immer darauf achten, wo das Ding gerade ist. Jetzt gerade ist es. Keine Ahnung. Ich springe einfach mal. Oh, da hinter mir. Verstehe. Okay. Ich fühle mich auf diesen Fässern absolut nicht wo. Oh mein Gott, nein, falsch. Und schwimmen. Komm schon, vielleicht geht es sich jetzt aus. Ich glaube, das geht sich nicht aus. Es geht sich nicht aus. Vielleicht geht es sich aus. Ich habe das Gefühl, es geht sich aus. Jawohl. Und kletter. Jawohl. Oh Gott. Ja, viel Spaß mit dem Koffer. Viel Spaß mit dem Koffer. Nein, nein, ich muss noch mal ins Wasser. Oh Gott. Okay, ich habe keine Ahnung, wo es steckt. Wahrscheinlich genau unter mir irgendwo. Sprung. Aufs Fass. Okay, da drüben ist es. Tu jetzt ja nichts Falsches, okay? Da ist es. Es wird gleich das Fass umwerfen, oder? Nein, da ist es, da ist es, da ist es, da, komm, raus, 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 raus. Oh Gott. Oh Gott, okay, ja, ich weiß, du magst mich nicht. Komm schon. Oh mein Gott, okay, und jetzt schwimm, 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 schwimm. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott, du Arschfischfrau-Teil. Da hinten ist es. Es kommt gerade auf mich zu, das ist so schön. Zu wissen, dass das Ding immer weiß, wo ich bin, ist ein wunderschönes Gefühl von Sicherheit und Wärme und Liebe. Okay, haha. So, da oben ist irgendwas zu drehen. Da kann ich hochklettern. Oh Mann. Okay, mal sehen. Komme ich von hier aus? Darüber. Okay. Pack das Teil. Das ist gut. Ich glaube, das Ding hält das Ding gerade fest. Okay, ja. Es hat es gerade festgehalten. Das ist auch eklig.
Da ist ein Schlüssel. Und da. Da ist eine Hand drin. Das sind Leichen. Wahrscheinlich Kinderleichen. Ein Kind, so wie ich eins bin. Verdammt. Ich möchte ganz kurz was nachsehen. Diese Schachtel sieht mir so aus, als wenn ich sie schieben könnte, wenn er nicht draufklettern würde. Ich dachte, er könnte sie schieben. Er kann sie aber nicht schieben, wie es aussieht. Okay, dann habe ich mich wohl getäuscht. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich auf diesen Sack und dann rüber zum Schlüssel springen. Was für ein Spaß. So. Und. Hep. Lass das Ding los. Nein, das war nicht das, was du machen solltest, kleiner Junge. Ich komme nicht mehr raus, oder was? Ich komme nicht mehr raus, das ist so schön. Ich bin zu klein. Okay, ich werde es jetzt nicht ganz so hoch drehen, sondern versuchen, das Ganze auf Höhe der Kisten zu lassen. Weil ich glaube, dann müsste ich zumindest so weit kommen, dass ich es festhalte und dann rüberschwinge. So. Baka, wusch. So ist gut. Kann ich jetzt schwingen? Schwingen? Kein Schwingen? Kann ich da hochspringen? Oh mein Gott. What the fuck, warum? Oh Gott, ja. Genau das wollte ich, obwohl ich jetzt echt gerade Angst hatte, dass es nichts wird. Okay. Ach so, das sind Fischflossen. Ich dachte gerade, das sind Menschenbeine. Ah, kann ich das Vieh damit ablenken? Da, schnapp's dir. Zu köstlich. Ja, sieht ganz danach aus. Hopp, und wir springen und schwimmen mal weiter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hol dir den Fisch. Nein, du solltest dir den Fisch holen. Der Fisch ist hinter dir. Der Fisch ist hinter dir, du Vollnapfkuchen. Mann. Ich bin wahrscheinlich köstlich als ein Fisch, aber danke eigentlich. Okay, nochmal das Ganze. Wenn ich das hier in die Richtung werfe. Okay, es ist drüben. Das heißt, jetzt rein. Und jetzt los. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm, schwimm, kleiner. Okay, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Oh mein Gott, ja. Fuck, da ist ein Schuh. Da ist ein Schuh, verdammt. Das Schuh ist das Zeichen des Hausmeisters. Kann ich den Schuh ins Wasser werfen? Frisst der Schuhe? Köstliches Leder. Hier, bitte. Da, für dich. Ich hab dich lieb. Okay. Das freut mich sehr. Okay, Freunde, ich werde an der Stelle die Folge beenden. Das DLC ist, was ich gelesen habe, nicht sonderlich lange. Das heißt, es wird wahrscheinlich höchstens drei Folgen werden es höchstens. Höchstens drei Folgen werden es höchstens. Das war auch sehr schön von mir. Aber ich glaube eher zwei. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich bin gespannt, wohin die Reise führt und ob es Antworten gibt. Bis zur nächsten Folge, mein Name ist Taku. Macht's gut.